Sie sagen die ganze Zeit, dass Sie Klassik-Anfänger, aber Klassik-Leidenschaftsmensch sind. Mhm. Wenn Sie mit Rolando so eine Sendung vorbesprechen, worüber reden Sie da? Worüber reden wir da? Wir reden über vieles. Rolando singt sehr viel, während ich rede. Ich frage ganz oft, wie man bestimmte Namen ausspricht, weil das ja doch manchmal schwieriger ist, muss man sagen. Es sind ja sehr viele ausländische Namen dabei. Und dann hole ich mir oft einfach zusätzliche Informationen. Und ich merke mal, dass auch gerade die Zeit nach dem Klassik-Echo dann die Zeit ist, wo man eben diese CDs bestellt und noch viel mehr so in die Materie reinkommt. Das macht man davor schon, aber Leute nochmal live zu hören, das ist einfach was anderes. Ich habe Rolando letztes Mal gefragt, welche Rolle er Ihnen in der Oper zugedenken würde. Dann war er irgendwie bei Violetta aus La Traviata und hat aber festgestellt, die stirbt. Und das fanden wir alle beide ein bisschen bescheuert. Was wäre denn Ihre Traumrolle? Ah, ich wäre die Walküre. Die Walküre? Die dann durchreitet irgendwie. Die Toten in den Himmel holt. Ja, wäre doch schön. Hoyata ho, viel Spaß beim Moderieren. Richtig Power dahinter. Alles klar, vielen herzlichen Dank. Danke. Ciao. Wiedersehen. Danke.